Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute mal mit einem etwas anderen Video, denn Islam hat für uns gekocht. Hallo Leute, heute machen wir einen Burger und Eiern für meine Familie. Eigentlich komplett random. Ich bin nach Hause gekommen, meine Frau hat gesagt, ich soll dir ein Video zeigen. Und ich wusste davon gar nichts. Und dann habe ich so ein paar Szenen gesehen, wie Islam und meine Tochter quasi gekocht haben. Also meine Tochter hat ihnen so die ganze Zeit Anweisungen gegeben, hey, mach mal das, mach mal so, mach mal so. Ein, hier rein. So macht das ein Dreh. Der Ayran ist jetzt fertig. Und sie hat das aufgenommen die ganze Zeit, deswegen sind auch ein paar Aufnahmen so ein bisschen zu nah und so weiter. Jetzt fangen wir an mit dem Burger. Das Hackfleisch. Jetzt packen wir erstmal ein bisschen rein. So. Die Bulette ist richtig. Und das wiederum ist ein Beispiel dafür, dass alles, was wir machen, gefühlt auf die Kinder projiziert wird. Auch die schlechten Dinge. Die guten Dinge, normalen Dinge. Auf jeden Fall habe ich mich eigentlich sehr gefreut, dass er das so gemacht hat, weil ich feiere das einfach, wenn die Jungs auch so ein bisschen in der Küche helfen, ein bisschen was machen. Weil ich finde, kochen, schnibbeln und das alles, das hat nichts mit Frauenarbeit zu tun. Oder dass man sagt so, ey, nur Frauen sollten kochen oder was weiß ich. Ich feiere das sogar richtig, wenn Männer kochen, wenn die sowas in die Hand nehmen. Und bei uns ist es auch generell eigentlich so. Ich weiß, bei uns denkt man immer, ja, bei denen kochen nur die Frauen. Stimmt aber nicht. Bei den großen Veranstaltungen, bei unseren Eid zum Beispiel und so weiter, da übernehmen diese Sachen eigentlich die Männer auch. Mittlerweile bin ich ja gefühlt Food-YouTuber geworden. Ich wusste gar nicht, dass ich das irgendwie werde oder dass ich so... Naja, das ist so wie bei den vielen Sachen. Bevor du etwas machst, weißt du gar nicht, wie es wird und dann rutschst du in eine Sache rein und dann machst du sie weiter. Das Ding ist auch, Islam erzählt mir auch so, dass er so Streamer werden will und so weiter. Ich weiß noch nicht, wie ich darüber denken soll. Ist eigentlich okay so mäßig. Jetzt ist es noch zu früh. So, wenn er 14, 15 ist, kann man nur so drüber reden. Aber bis dahin will ich auch, dass er stabil seine Sachen lernt, seinen Dien lernt. Für uns ist beides wichtig. Ein Vogel fliegt mit zwei Flügeln. Für uns ist ein Flügel definitiv die Achira und die rechte ist die Dunya, also die weltlichen Dinge. Und deswegen lernen wir alle beides. So. Deswegen ist es auch nicht schlimm, wenn man zielstrebig ist. Ey, ich will ein Ziel erfüllen. Das hat vielleicht nichts mit seiner Religion zu tun, aber er will das erfüllen. Das ist kein Problem, das kann man machen. Wenn er natürlich nicht dadurch, oder wenn wir dadurch nicht unsere Religion vernachlässigen. Denn das ist für uns sehr wichtig. Jetzt habe ich durch diesen ganzen Social-Media-Ding, seit 3 Jahren ungefähr, natürlich lerne ich weniger. Natürlich bin ich weniger in der Moschee, wie ich vorher war. Das ist auch eine Sache, die mich oft zum Nachdenken bringt und wo ich mir denke, ey, ich würde gerne einfach wieder viel mehr Zeit mit mein Dien haben, als ich das jetzt gerade habe. Natürlich ist dieses Social-Media-Ding ein Vorspulbutton. Ich habe keinen Abschluss, ich habe keinen Schulabschluss, ich habe keine andere Wahl, sage ich mal. Ich kann nicht sagen, ja gut, ich höre jetzt einfach mit allem auf, irgendwann finde ich schon eine andere Arbeit. Das ist schwierig für mich. Und das Ding will ich hier jetzt einfach auch natürlich nutzen, um an unsere Ziele zu kommen. Mittlerweile habe ich auch so eine ganz komische Bindung zu meiner Community aufgebaut, die ich nicht richtig verstehen kann. Ich feiere das einfach, wenn eine Community sich für einen Freund freut und andersrum genauso. Und die haben mir einfach gezeigt, dass das nicht leere Worte sind von Leuten, wenn die sagen, ey, ich liebe meine Community oder ich feiere meine Community. Man denkt, das ist so ein Standardspruch von einem Streamer oder einem YouTuber. Aber für mich ist es kein Standardspruch mehr geworden, sondern für mich sind diese Leute im Chat wirklich richtige Personen, die ein Leben haben. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, die sich für einen freuen. Das ist noch so surreal, weil das immer nur so Texte sind. Da schreibt einfach jemand was und du weißt nicht, wer das ist. Aber irgendwann baut sich eine Bindung auf und die hat sich bei mir aufgebaut. Und deswegen fühle ich das einfach richtig heftig auch. Ich möchte Islam auch damit pushen, mit dieser Reichweite, um ehrlich zu sein, damit er es einfacher hat, vielleicht irgendwann in einen stärkeren Verein zu kommen, wo er besser trainiert werden kann, wo er härteres Training hat, weil er will das auch. Ich spreche immer wieder mit ihm. Islam, wie findest du das Training? Wie findest du das? Wie findest du dies? Und er bereitet sich auch immer einen Tag vor für nächsten Tag sein Training. Er feiert das selber, er fühlt das richtig. Viele sagen, ey, Abu, dein Sohn macht ja nichts außer Training. 6-mal die Woche geht er zum Training. Bruder, dein Sohn kann 6 Stunden am Tag Fortnite spielen, also kann er 6-mal die Woche zum Training gehen. So finde ich das. Ich würde auch gerne auch nicht nur Food-Videos machen. Ich würde auch gerne noch andere Videos machen. Manchmal habe ich Bock auf so Videos im sozialen Bereich einfach vielleicht, dass man auch Leuten damit irgendwie ein bisschen helfen kann. Es schreiben mir viele und sagen, hey, Abu, du versüßt mir den Tag mit deinen Videos und so. Und das freut mich tot. Also das freut mich sogar richtig heftig. Vielleicht einmal die Woche ein Food-Video und einmal die Woche ein Video, wo ich irgendwas Sinnvolles mache. So, ich weiß selber nicht genau, was. Vielleicht könnt ihr mir helfen, mir bei Instagram, hier ist einmal mein Instagram, einmal helfen dabei, auch was zu mir passen würde. So. Ich habe keine Lust auf Sachen zu machen, wo man sich so im Internet blamiert oder sowas. Ich bin Familienvater, ich muss auf mein Benehmen achten, ich muss auf meine Wortwahl achten. Das schaffe ich nicht immer, aber ich versuche das Beste zu machen. Keine Ahnung so, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, ich muss in Leggings und in bauchfrei in einem Kaufhaus rumlaufen. Ja, wenn ich das mache, dann kriege ich bestimmt 500.000 Aufrufe, aber das würde ich niemals machen. Etwas, was zu mir passt. So, meine Community weiß wahrscheinlich, was zu mir passt und es würde mich freuen, wenn ihr einfach mal mir auf Instagram DM schreibt, hey, Abo, mach doch mal das. Ja, ich weiß, werden bestimmt Leute schreiben, geh mal abnehmen. Da sind wir auf dem Weg, inshallah. Ich bin jetzt endlich wieder unter 140 Kilo. Ich
freue mich richtig heftig. Ich habe keine Ahnung, wie sehr mich das freut, weil das ist natürlich auch immer psychischer Druck. Ich habe keinen Bock mehr fett zu sein, das nervt einfach. Es nervt einfach, es nervt. Ich schäme mich nicht für meinen Körper, 100% nicht, das ist es nicht. Aber ich fühle mich unwohl. Warum? Weil ich Treppen hochgehe und dann... Keiner kann mir erzählen, dass er das cool findet. Ja, ich bin eher der Gemütliche. Nein, Bruder, du bist fett, ganz einfach. Und diese überschüssige Scheißfett hat an meinem Körper nichts verloren. Bruder, du machst dir deine verdammten Knochen kaputt. Ich rede jetzt zu mir gerade selber, ne? Nur, dass ich prangere keinen von euch an. Du machst dir dein Zucker kannst du vielleicht bekommen. Herz, ist alles Mögliche, was schlecht ist, kann von Fett kommen. Und es ist einfach so unnormal schwer. Bruder, sag mir jetzt, schreib mir unter meinen Kommentaren, wie meine Ärztin. Ja, mehr trinken und viel mehr Sport machen. Das war's. Ah, danke. Wusste ich nicht. Die Psyche spielt auch eine Rolle. Ja, Mara. Die Psyche spielt eine Rolle. Bei mir ist das so, wenn ich richtig gut gelaunt bin, ich krieg voll den Fressfleisch. Wenn ich so diese Glückshormone habe. Ich gehe in den Kühlschrank, ich nehme alles, was da drin ist, nimm das mit raus, pack das auf meinen Tisch und pack die Hälfte da rein, weil ich die Hälfte gegessen habe. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir ist das so. Ich habe manchmal richtig harte Disziplin. Zum Beispiel Fasten. Ich kann bis 22 Uhr fasten, wenn es für meine Religion ist, ich schaffe das locker. Diese Motivation ist eine andere für mich. Aber faste mal, weil du abnehmen willst. Dann bin ich wie Müll. Ich verstehe das selber nicht. So, da habe ich ihr gesagt, die Psyche spielt auch eine Rolle. Sie können mir nicht einfach, das ist doch kein Tipp, was sie machen, mehr trinken, weniger essen. Ich mache auch noch Food-Videos, so. Es fällt mir schwer. Sie sagt, ja, dann machen Sie doch mal ein schönes Video, wo Sie Salat essen. Es hat sich auf jeden Fall am Ende so ausgespielt, dass sie mich aus ihrer Praxis rausgeschmissen hat. Sie hat mich rausgeschmissen aus ihrer Praxis. Ich war so verwundet. Ich bin bis zum Ende höflich geblieben. Breitenberg hat mir einen Arzt empfohlen, bei dem bin ich jetzt. Alhamdulillah, die beste Entscheidung, die ich machen konnte. Ein Bab... Hatlahon Yahmar, bester Arzt, Wallah. Er hat mir sehr gut geholfen, Alhamdulillah. Und ich habe jetzt seit einem Monat endlich wieder 10 Kilo abgenommen. Ich sag euch auch ehrlich, ich war so kurz davor von der Magen-OP. So kurz davor war ich von der Magen-OP. Weil ich keinen Bock mehr habe. Und dann sagen die Leute, ja, mach das nicht, Abo, das ist schädlich. Das ist gefährlich. Ja, Bruder, was ist gefährlich, 200 Kilo zu wiegen oder Magen-OP zu machen? Es ist beides scheiße. Magen-OP ist gefährlich, ja, ist sie wahrscheinlich auch. Aber es ist auch gefährlich, Bruder, auf 200 Kilo zu gehen. Wenn du in einer Situation bist, wo du einfach sagst, ich schaff es nicht. Es ist schwierig. Ich will nicht so verzweifelt vor euch klingen, weil ich eigentlich euch auch motivieren will, aber ich sag euch ehrlich, wie es ist. Ich muss ehrlich sein. Was dieses Thema angeht, ich muss ehrlich sein. Weil ich weiß, ich bin nicht der Einzige dabei. Wie gesagt, jetzt denke ich, inshallah, ich bin auf einem guten Weg. So einen Monat lang geht das jetzt schon so und ich habe richtig, richtig ein gutes Gefühl bei der Sache. Ich esse nicht mehr so viel. Mir ist auch völlig egal, wenn was übrig bleibt. Ich esse es nicht mehr auf. Ich mache das nicht mehr. Ich habe mir das angewohnt. Ich bin von dieser Kultur, esse das auf, Haram wegzuschmeißen. Oder esse das nicht auf, Haram fett zu werden. Finde ich viel schlimmer. Ganz einfach. Ich wünsche auf jeden Fall jedem, der dieses Problem hat, viel Erfolg. Geht zu einem guten Arzt, redet ein bisschen mit ihm. Die Psyche spielt eine sehr wichtige Rolle. Unterschätzt das nicht. Wir haben Ramadan, der Monat der Vergebung. Wenn ihr Streit mit eurem Freund habt, Schwester, Vater, Bruder, Onkel, Tante, Cousin, vertragt euch. Wisst ihr, ich erzähle euch meine kleine Story. Meine Tochter Maria... Boah, ich liebe sie so doll, ne? Sie ist so eine kleine, sie ist so meine Süße. Meine Tochter hat mir, hat letztens mit meinem Portemonnaie gespielt und 50 Euro geklaut. Sie hat's genommen. Ich war richtig traurig, ich habe sie ignoriert, weil ich traurig war. Und ich wollte ihr zeigen, dass ich traurig bin. Und irgendwann habe ich mit ihr geredet, weil ich mir dachte, boah, ich habe Angst jetzt zu sterben. Und dann bin ich gestorben, während wir miteinander so, während sie gemerkt hat, dass ich sie ignoriere, weil ich sauer auf sie bin. Dann bin ich zu ihr gegangen und habe mit ihr geredet. Ich meine, Mariam, warum bist du nicht zu Abi gekommen und hast mit mir geredet und das gesagt so und so? Sie sagt, weil ich mich schäme. Ich sage, ja, Omri. Also Omri heißt so, Omri sage ich zu meinen Kindern, Omri heißt so mein Leben so. Ich sag, ich habe noch nie von meinem Abi was geklaut. Habe ich mich nie getraut. Ich sag, warum hast du das geklaut? Sie sagt, ich wollte mit dem 50 Euro Eid-Geschenke kaufen für meine Cousinen. Nach Ramadan haben wir Eid, das Fest, und wollte sie damit Geschenke kaufen. Auf jeden Fall habe ich dann mit ihr geredet, habe sie dann umarmt und so haben wir gelacht. Und dann habe ich ihr erklärt nochmal. Aber das ist so zum Beispiel ein Beispiel, das ist nur mit meiner Tochter. Aber jetzt angenommen, ihr habt Streit mit eurem Bruder. Schon eine längere Zeit. Und dann stirbt einer von euch beiden. Der zweite wird das so heftig bereuen. Er wird sagen, warum habe ich nicht wenigstens einmal mit ihm noch geredet? Das hatte ich zum Beispiel mit meinem Vater, Al-Hamo. Die letzte Zeit, als er im Krankenhaus oder im Hospiz war, das ist da, wo die Leute Salamu Alaikum machen, wenn sie da hinkommen. Also das ist so 100% Tage oder Wochen, dann sterben sie. Da habe ich mir, bis heute werfe ich mir das vor, warum ich nicht so oft da war. Aber ich weiß, ich hatte damals einfach Angst. Ich habe einfach gespielt. Ich habe das so verarbeitet. Ich habe einfach ein Spiel gespielt, die ganze Zeit. Ich hatte Angst, dahin zu gehen, meinen Vater so zu sehen. Aber wo wir dann da waren, hat mein Vater mit uns gechillt, gelacht, alles gemacht. Und wir haben gar nicht gemerkt, dass wie schlimm es wirklich war. So, ne, bis er dann gestorben ist. Jetzt im Nachhinein denke ich mir, ich wünschte, ich wäre so viel öfters da gewesen oder hätte ihnen viel mehr geholfen. Eine Sache werde ich niemals vergessen, das ist eine Sache, die werfe ich mir richtig hart vor. Die macht mich auch fertig, um ehrlich zu sein. Einmal hat er zu mir gesagt, geh einkaufen, nimm meinen Wagen und geh einkaufen. Und wir haben uns richtig für diesen Schubwagen geschämt immer. Wir wollten damit nie einkaufen, weil das war ein Wagen, den hat er mit so richtig vielen Kabeln zusammengebunden und so selber gebastelt. Und der war so, wenn ihr das seht, wallah, ihr sagt, das hat er irgendwo auf der Straße gefunden. Aber er war einfach so, ihn hat die Optik von Sachen nie interessiert. Und ich habe gesagt, nein, ich will nicht einkaufen.
gesagt, ja, Mar, geh einkaufen, wir brauchen ein paar Sachen. Ich meinte nein und bin dann rausgegangen. Ja, oh, das ist so hart für mich, wallah, das werde ich niemals vergessen. Und das werfe ich mir richtig heftig vor. Ich wusste nicht, dass er krank war. Er hat es nie gesagt. Ich weiß nicht, wie viele Jahre er Prostatakrebs hatte. Und es wusste niemand, nicht mal seine Frau, nicht mal meine Mutter hat er das gesagt, weil er nicht wollte, dass wir uns Sorgen machen. Es wusste nur eine Person und das war meine Schwester, meine älteste Schwester, weil sie musste ihn immer die Medikamente holen. Und alleine schon, wie krass das für meine Schwester war, das zu wissen als Einzige und nicht zu erzählen. Das ist so schwer für mich gerade. Ich habe die ganze Zeit diese Gurgel hier, wenn ich erzähle. Und später haben wir uns dann alle für viele Sachen Vorwurf gemacht. Und das ist so eine Sache, so die schon ein bisschen einen mitnimmt, ein bisschen hart ist. Ich kann euch auch mal ein Beispiel geben. Was ich meinte mit ihm, war die Optik egal. Das sage ich euch so, wie es ist, wallah. Er hat in Jogginghosen, in ganz normalen Jogginghosen, ja, das ist keine Decke, das ist eine Jogginghose, hat er hier ein Loch reingeschnitten vorne und Knöpfe rangenäht. Ja, dann hat er mir immer gesagt, warum machst du das? Und dann meinte er, das ist besser, vertrau mir, Lufti, Lufti. Und wir haben uns natürlich geschämt, weil man hat gesehen, dass das genäht war und selber Knöpfe rangemacht worden, weil er so eine Knöpfe rangemacht hat. Das waren einfach Knöpfe von anderen Jacken und so. Das werdet ihr mir auch nicht glauben, glaube ich. Er hat hier den Schuh von hinten abgeschnitten und hier ein Gummiband dran genäht, damit er einfach für den Sommer Latschen hatte. Das war einfach der Mann, der am praktischsten gedacht hat. Wir haben alle auf dem Boden geschlafen. Wenn ich euch erzähle, wie pleite wir waren, ich weiß, man denkt Paulanergarten. Aber bei Allah, das ist nicht so. Wir haben uns immer beschwert, wir müssen immer auf Matratzen schlafen. Heute weiß ich für mich, Matratze, beste. Wallah, manchmal, ich nehme meine Matratze runter von meinem Bett und schlafe einfach auf dem Boden. Ich liebe das. Wir haben gesagt, wir wollen ein Hochbett, wir wollen auch ein Bett, wir wollen auch ein Bett. Wir sehen bei unseren Freunden, alle haben Bett. Er hat dann Stühle geholt vom Sperrmüll, die Lehnen alle abgesägt und uns die Stühle hingestellt. Dann hat er mit Brettern ein Lattenrost gebaut, hat er die Stühle in den Boden reingebaut und hat uns dann unsere Matratzen draufgelegt. Und an den Seiten hat er die Lehnen drangelassen, damit es so ein Schutz ist, damit wir nicht rausfallen. Das war unser Bett. Wallah al-Azim, das war unser Bett. Und wir waren die Glücklichsten mit diesem Bett. Und unter den Betten, da konntest du vom 5. Stock drauf springen, so stabil war. Unter den Betten hat er seine ganzen Kartons gehabt mit Schriften, weil er hat sehr, sehr viel geschrieben. Also übertrieben viel geschrieben hat. Wir haben 34 Kartons, die hat er hinterlassen, mit Sachen, die er selber geschrieben hat. Ich würde euch gerne mal eine Sache vorlesen, die er in seinem Testament, beziehungsweise in seinem letzten Brief unterm Kopfkissen wurde das gefunden, wo er gestorben ist. Das würde ich euch gerne mal vorlesen. Hier schreibt er über meine Mutter. Das ist nur ein Part, das sind 35 oder 36 Seiten wurden unter seinem Kopfkissen gefunden. Meine geliebte Ehefrau ist die Ehre der Frauen in meinem Leben. Sie stammt aus der Familie von, dann kommt der Name von ihrer Familie, aus der ehrenhaften Stadt im Westen von Beni Salim. Sie ist für mich ein unvergleichlicher Schatz. Weder vor ihr noch nach ihr gibt es was Vergleichbares. Sie verkörpert Treue, Loyalität und bedingungslose Liebe. Dank sei Gott für das, was er mir geschenkt hat. Unsere rechtschaffenen Kinder als Nachkommenschaft, so Gott will. Das ist zum Beispiel ein Satz, den er geschrieben hat, aber da sind noch viel mehrere Sachen. Meine Botschaft an euch ist einfach, bewahrt die Werte der Menschlichkeit, denn darin liegt die wahre Größe eines jeden von uns. Lasst euch nicht von der Oberflächlichkeit und dem Lärm dieser Welt mitreißen. Bewahrt die Liebe, seid füreinander da und seid stark in eurer Aufrichtigkeit. Er war dafür bekannt, ein sehr, sehr guter Redner zu sein. Er hat auch für in der Politik für andere Leute auch Reden geschrieben und so weiter. Er war ein sehr, sehr schlauer Mann, mashallah. Er war tatsächlich Lehrer. Hier wurden leider die Papiere nicht anerkannt und deswegen war er am Ende auf dem Bau, bis er krank wurde und ja. Ich hoffe, die einen oder anderen haben sich das gerne angehört. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben. Egal was, auch vielleicht, wenn euch was bedrückt oder so, schreibt das einfach, teilt das. Manchmal ist es gut, einfach ein bisschen etwas rauszulassen. Natürlich nicht zu viel, weil wir Menschen sind wie ein Buch. Umso mehr du darin liest, umso mehr weißt du über diese Person und umso mehr kannst du dieser Person schaden. Aber andererseits willst du dich auch öffnen, weil es auch gut tut. Es ist immer so zwiegespalten, es ist so unverständlich manchmal. An dieser Stelle nochmal, lass uns gerne Dua machen für die unterdrückten Völker auf der ganzen Welt. Möge Allah ihnen Schifa geben, aus der Notlage raushelfen und ihnen das geben, was sie brauchen, um wieder vernünftig leben zu können. Allahumma amin. Egal wo es ist, ob es in Gaza ist, Afghanistan, Irak, überall auf der ganzen Welt. Seine Unterdrückung gibt es nicht nur auf einem Fleck. Ich wünsche euch das Beste vom Besten. Passt auf euch auf. Vielleicht konntet ihr während diesem Video auch ein bisschen gut was essen. Assalamu alaikum, Leute. Ciao, Kakao. Ciao, Pöpö. Und ciao mit dir.